Ich meine ja, als er wirklich war, als er von ihm was die Schenkel, Oberschenkel gefunden haben oder ein Bein gefunden haben. Ist ja Wahnsinn. Der Kannibale aus Rotenburg kann es ja nicht gewesen sein. Nee, kennst du den? Den armen Mais, kennst du ihn nicht? Das war der Kannibale aus Rotenburg. Von hier neben so einem brutalen Horrorfilm. Wo der Mensch mit Schweine, wie Schweine im Aufhang hat. Da gibt es einen Horrorfilm nachher. Der Film heißt Grim Love auf Englisch. So heißt er auf Englisch, also Rotenburg. Aber den, ich hab auch einen Kannibalenfilm in der Schule gesehen. Also heimlich, wisst ihr nicht, öffentlich heimlich. Das war im Dänischen Delikatessen. Da haben so Menschen halbiert und so alles und was weiß ich. Doch brutal, also. Da hat der Menschen aufgeschnitten mit zersägt und so alles. Bei Dänischen Delikatessen weiß ich auch noch. Hallo, Rotenburg ist im Ende, nee. Dänische Delikatessen wird eigentlich brutaler. Das ist im Endeffekt schlimmer, ja. Dänische Delikatessen. Der Blind, der Sven und der Björn waren nicht. Ja. Es geht um Pflegerbjörn, ja. Aber der ist ja nicht gewesen. Das war ja immer, das war ja so ein Schauspieler. Den Namen weiß ich jetzt nicht, aber. So, wollen wir mal sehen, wo wir was weiter reparieren? So. Der Pfleger Björn, ja. Der in der 5, ja. Der Benjamin wollte mit dem probieren. Aber wie es er denn gemacht hat? Der Pfleger? Polizeigriff hat er gemacht. Der beherrscht ihn nämlich. Die Pfleger? Weil der hat aber den Polizeigriff gemacht und gleich kam der wirklich mit seiner Berührungsspritze, ja. Ich habe ja aus dem Schrank Katholiken gehabt, ja. Den war er befreundet. Und der hatte gesagt, er würde mich von der Hölle der Tabletten bewahren. Ich weiß ganz genau, dass Katholiken gegen Tabletten sind. Nicht so Jehovas, sondern Katholiken. Die sind Tabletten schon vom Teufel, das weiß ich. Weil der eine, der hatte halt mal, der musste das von Tabletten nehmen. Die erste Mal hat die Magie, hat die Magie in der Wand gefeuert, hat die nicht genommen. Der musste den da unter Kontrolle nehmen. Wenn er sich mal hat, wurde er fixiert, weil er eine akute Maßnahme war. Also, das weiß ich, also der war krass drauf. Der hat drei Berührungsspritzen bekommen bei der Außerwasser, das ist immer. Immer, Bruder, du kommst in die Hölle, du kommst in die Hölle, alle kommen in die Hölle. Ja, der andere Bruder, mit dem war ich befreundet, das weiß ich noch. Ja. Das war ein Freund von mir, weil wir haben verstanden, aber er mit dem Pfleger eben nicht. Und dann gab es noch so einen Pädophilen, dann gab es noch so einen Typ, der ist immer nach dem Zimmer rumgelaufen. Der ist Nathan, der war auch so ein perverser Fundskopf. Der ist immer nach dem Zimmer rumgelaufen, hat immer als Schlager gemacht. Ja, das war Wahnsinn, also. Und deshalb finde ich den Fisch genauso pervers, weil ich konnte ja im anderen Zimmer gehen, aber der hat dann nach der Tanz im Bad im Zimmer. Da haben sie, waren die Fenster am Zimmer und da haben die Pfleger auch seine doch eh mehr Macht, ja. Den wird den Roten gelegt, haben sie gesagt. Scheiße ist der nicht. Nicht so richtig so. Dann willst du dann, oder willst du dann nach dem Typen sehen, der da rumtanzt? Sag mir, die Pfleger sollen dann nochmal Macht, wird er fixiert. Wegen, wie sagt man, wegen Dings hier, wegen Panikausbreitung. Weil da waren noch Leute, die sowas nicht abkonnten, weißt du? So was das ekelhaft empfanden. Und der hat immer nach dem Zimmer tanzt. Der war mit mir und Benjamin im Zimmer. Der war noch im Zimmer, wo Benjamin zusammen war. Ich war im Räuberzimmer. Ich bin. Nee. Doch, das war doch, doch. Das war im Fieberzimmer. Ich, Benjamin. Der. So ein aggressiver Typ. Der sich heimlich Pornos anschaut, der ihn runtergeholt dabei. Der hat ein Handy versteckt. Alter, die waren krass. Also die Patienten waren damals krass, ja. Aber die waren nur, ich habe nie mit den Patienten Probleme gehabt. Nur mit den Nathan meistens. Aber der war ja auch pervers. Also. Er ist ja auch bei mir auch entschuldigt, das weiß ich noch. Hat er sich entschuldigt, das weiß ich noch, ja. Aber pervers war trotzdem, also. Dort. Ja, hat er freiwillig gemacht. Weil er. Weil mein Bruder einen Bruder auf ihn ein schlechtes Bild geschmissen hat. Mein Bruder gesehen hat, wie er mich beleidigt hat, dann hat mein Bruder Flori gesagt, wenn er irgendwas heute auf die Fresse hat, er gesagt. Ja, das weiß ich noch. So richtig war nicht. Aber der hat immer nackt getanzt. Immer war atemlos durch die Nacht und so alles. Hat immer nackt getanzt. Und deshalb sind die Fische auch so pervers, weil die so eine Leute, weil was ihre Gesänge so eine Leute werden, weißt du? Deshalb ist die Meinung einfach nur pervers, weil. Wenn die so eine Lieder singen, wo nackt die Leute rumtanzen, ist das schon, ja. Ich meine, ich finde nackte Farbetiere geil, ja. Nackte Drache, nackte Wolf, also nicht Hautnackt, sondern Fell. Also wenn die Fell haben, weißt du? Das finde ich erotisch, aber. Wenn schon wir guckigen Sex haben. Mich hassen wir so alle Weiber. Nee. Mich, also ich also ich hasse, also ich hasse nicht alle Weiber, die Weiber hassen alle mich. Hab ich, ja. Die haben gesagt, bin Bastard und so, haben sie früher mal so gesagt. Bin Bastard, bin Arschloch und so alles, ja. Ja. Die mag ich in den Mädchen. Mit was für ein Recht? Das wüsste. Das war mein Recht, also. Und so, das haben sie öfters gesagt. Hey Arschkrampe, hey Bastard, haben sie mal so gesagt zu mir. Hab auch eine Frau als Hater gehabt, eine Frau als Haterin. Ubex Life heißt die, ist auch so eine Frau. Die hatte gesagt, meine Landers Place ist die größte, ist die größte, ist,
Die größte Scheiße ever, hat sie gesagt. Eigentlich wollte ich sie melden, deswegen, aber. Ja. Blockieren reicht auch aus. Kommt so nicht mehr rein. Auch nicht. Ja. Blockieren reicht auch aus. Findest du den Film, Peter Hase? Ja. Bei mir geht's auch so ganz knapp. Mögen natürlich den Scheiß nicht so richtig, aber geht so. Ja, auf alle Fälle. Also, wenn ich in den Fischer müsste, ich war rausgerannt. Ich war rausgesprungen. Hätte Mutti dieser Familie nach Hause, hätte ich dann gesagt. Das weiß ich. Nee, also, Lena Fischer, nee, also. Weil, guck mal, wenn die schon so eine Anschlüssigkeit bringt, ja. Leute rumzutanzen, was will man über die denken? Wenn schon so was passiert. Das. Weißt du, was auch immer aus der Kanne? Mutti nervt immer, aber ich sage, muss, geht nicht anders. Hat man mehr drin, sag ich immer. Ja, aber Mutti kommt jetzt öfters rüber wegen Ordnung halten. Nee, aber sie ist ja so, sie ist noch ein bisschen misstrauisch. Also, toll, eine 3 zu fischen, stellt mit Dächer komplett nicht aus, ey. Muss ja mit Dächer reparieren und der Scheiß reicht nicht aus. Ja. Irgendwo, ich weiß, irgendwo gab es ja eine Mappen fischen weit, aber wo weiß ich nicht mehr. Was soll ich sagen, also eben da so. Aber ich muss wirklich sagen, ja, der Nathan, der war pervers, also, auf alle Fälle. Ja. Hat immer so rumgebrüllt, Schwein hat immer so rumgebrüllt. Ich immer laut, weil er immer rumgebrüllt, Schwein! Das weiß ich wohl noch. Dafür hat er sich aber entschuldigt, hat er gesagt. Ja. Von selber, weil er Angst vor dem Bruder hatte, aber das hat er gesagt. Das tat ihm leid. Obwohl trotzdem pervers ist, muss ich sagen, weil. Weißt du, was der Bild gemacht hätte? Weißt du, der Bild gemacht hätte, wenn der rausgehen würde mit den Nathan? Der den zurück im Überwachungszimmer steckt. Wenn Bild geht rausgehen würde, ja. Überwachungszimmer. Im Fünfmannzimmer. Würde zurückkommen, wenn er Birke rausgehen würde. Der hat ja nicht lange fackelt. Der hat gesagt, ab ins Wochenzimmer. Das hat er immer heimlich gemacht, nur ich und Benjamin und den haben zu sehen. Den er heimlich ihn runtergeholt hat, aber. Ja. Aber ich sag mal so, ja. Lieber macht man sowas heimlich, ja, mit runterholen, also wenn keiner da ist. Aber vor allem nach zu tanzen, ja. Oder einfach so von nach dem Winter zu tanzen, also das geht er mir ja auch nicht. Den hat er heimlich gemacht, wisst ihr? Hinterm Berg. Hat er keiner stört, aber. Der Nathan, der, ja. Der war Wahnsinn. Ja. Wollen dann Aufmerksamkeit. Ja. Aber Nathan geht das auf negative Art, weil die Pfleger haben es auch nicht gewusst, haben das wieder gewusst. Weil die Pfleger abgefragt haben, hat der gesagt, so nein, das stimmt nicht, die beide sind. Muss ich wirklich sagen, also, der Nathan hat immer gesagt, ach, die sind krank, die wissen gar nicht, was zu sagen. Und die Pfleger haben es nicht abgekauft. Weil ich habe mit Benjamin gesagt, ja, haben wir den Typen gesagt, der Auto gemacht hat, ja. Haben wir gesagt, der tanzt wirklich nach dem Zimmer rum. Aber er hat ihn immer gegangen und die Pfleger haben es ja nicht gesehen, nur wir drei haben zu sehen. Oder höchstens die Nachbarn in einem anderen Zimmer. Ja. Bin nachher verlegt worden im anderen Zimmer, wisst ihr? Wenn der Mine Young ist, bin ich in anderen Zimmer verlegt worden, mit dem habe ich verstanden. Der war ein Fan von Lafayette. Ja. Und wie es der gesagt hat? Wenn der rauskriegen würde, ja. Dass er danach rumtanzt. Der hätte so, dass er Masterwave in ein paar Wochen kommt. Wegen Belästigung, wisst ihr? Ich auf die Belästigung, wie man das nennt. Seid ihr meine? Wegen Anschlüssigkeit, wisst ihr? Ja. Hätte für so lange, bis der Masterwave kommt, weil. Anschlüssigkeit ist so verboten, oder nicht? Ja, das weit anschlüssig. Deswegen haben wir es leider nicht geglaubt, weil er mal sich rausgeredet hat. Also blöd war er nicht, kann ich sagen. Der wusste, was er macht. Der wusste alle Fälle, was er macht, also. Ja. Das hätte er sich nicht so rausregen können. Wenn er sagt, ach, die sind so krank, die wissen gar nicht, was sie machen, ja. Ja. Mensch, ich sehe ja keine Tannenwald. Kurz hier nicht an, ey. Ich suche Nadelwald, dass ich mal Toys in die Tasche reparieren kann, aber irgendwie will das nicht. Das Spiel will das hier nicht, weil. Ja, okay, fahr das so auf der Tiger, das weiß ich. Vielleicht spielt auch in der Wüste, aber. Sind das deswegen im Kanalbezug zu machen? In der Fläche von 800 und in der Fläche von 800. 800 Quadratblöcken, also. Das ist schon ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Ja. Was hat die